Du hast gerade gesagt, das ist eine? Eine. Vater? Nee, du hast gesagt eben, eine Familie. Familie. Richtig, ja, das ist eine Familie. Dieser Mann aus Afghanistan versucht, Deutsch zu lernen. Dabei hilft ihm Franjo Schiller. Der Mönchengladbacher kommt jede Woche zum Kaffee Welcome in Reit. Das wird organisiert vom Katholischen Verein für Soziale Dienste, kurz SKM, und ist ein Treff- und Anlaufpunkt für die Flüchtlinge in unserer Stadt. Franjo Schiller kommt hierher, weil er helfen möchte. Denn aus eigener Erfahrung weiß er, wie schwierig der Staat in Deutschland für die Flüchtlinge sein kann. Ich war lange im Ausland, 13 Jahre in Afrika, und musste selber wie ein Flüchtling 1984 aus Nigeria wieder nach Deutschland zurückkommen, nach einem Militärcoup. Und das sind die Gründe, warum ich mich engagiere, weil ich genau weiß, wie es den Flüchtlingen zumute ist, ja, wenn sie hier ankommen. Seit Anfang des Jahres gibt es das Café Welcome jetzt. Es richtet sich an Flüchtlinge, aber auch an interessierte Deutsche, die mit den Asylsuchenden ins Gespräch kommen möchten. Jeder kann also vorbeischauen, und das jeden Freitag. Angefangen hat alles mit 20 Besuchern. Mittlerweile sind es um die 60 Flüchtlinge, die jede Woche hier sind. Die Leute bringen ganz unterschiedliche Themen mit. Viele kommen, weil sie Fragen haben, weil sie Probleme haben. Aber ganz viele kommen auch einfach, weil sie neugierig sind. Die bringen ganz viel Motivation mit, einfach hier das mal kennenzulernen. Wie sieht es hier aus in der Stadt? Wo finde ich was? Wie sind die Menschen so drauf? Ganz viele bemängeln auch, dass sie gar keinen Kontakt zu Deutschen haben, dass sie gar kein Deutsch sprechen können, obwohl sie es gerade lernen. Und dann suchen die hier einen Austauschort. Stattfinden kann das Café Welcome nur, weil jede Menge ehrenamtliche Helfer dahinter stecken. Sie bereiten jede Woche alles vor und sind für die Flüchtlinge da, wenn sie Fragen haben oder Hilfe bei Problemen brauchen. Ich denke, dass die sehr stark gebeutelt sind durch ihre ganze Lebensgeschichte und dass sie Hilfe brauchen. Gerade durch Medien, viele wollen sie nicht, ne? Und hier ist genau das Gegenteil halt. Ne? Im entferntesten Sinne bin ich ja auch ein Kind der Migration. Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die möchte ich einfach mit auch mitnehmen und Menschen, die nach mir kommen, auch den Weg vereinfachen. Die Flüchtlinge, die das Café Welcome besuchen, kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Viele sind aus Syrien, einige aus Bangladesch oder Eritrea, andere aus Afghanistan oder dem Irak. Sie alle haben ihre Heimat verlassen und leben jetzt in unterschiedlichen Stadtteilen von Mönchengladbach. Das Café Welcome ist für sie ein Ort, an dem sie andere Menschen treffen und sich austauschen können. In entspannter und sicherer Atmosphäre. Meet people and spend the time here. Vorlernen Deutsch und sprechen gut Deutsch. They help us so much. For me, for the first time I got here, I didn't find a flat. By their help, I could find flat. So I thank them so much, and I thank Germany saying welcome to us. Man kann nicht sagen, ich bin nicht. Also ich freue mich nicht, dass ich hier bin. Doch, aber die Heimat ist ein bisschen etwas anderes. Egal, vielleicht findet man hier etwas besser oder vielleicht wegen des Gelds oder egal für was. Aber die Heimat ist etwas anderes. Weil immer mehr Flüchtlinge das Café Welcome besuchen, plant der SKM in Reit noch einen weiteren Treff. Ab dem nächsten Jahr soll es jeden Mittwoch ein Café-Atelier geben. Dort können Asylsuchende und Deutsche dann gemeinsam kreativ sein.